Liebe leben, das Leben lieben. Liebe ist ein Gefühl, das uns alle verbindet. Liebe ist die Quelle von Freude, Hoffnung und Sinn. Liebe ist das, was uns motiviert, zu wachsen, zu lernen und zu teilen. Liebe ist das, was uns antreibt, unsere Träume zu verwirklichen, unsere Herausforderungen zu meistern und unsere Ängste zu überwinden. Liebe ist das, was uns erfüllt, wenn wir uns selbst und andere akzeptieren, respektieren und schätzen. Liebe ist das, was uns lebendig macht. Aber wie können wir Liebe leben? Wie können wir Liebe in unserem Alltag ausdrücken und erfahren? Wie können wir Liebe zu uns selbst, zu unseren Partnern, zu unserer Familie, zu unseren Freunden, zu unserer Gemeinschaft und zu unserer Welt kultivieren? Hier sind einige Tipps, die uns helfen können, Liebe zu leben. Sei dankbar. Dankbarkeit ist eine Haltung, die uns hilft, die positiven Aspekte unseres Lebens zu erkennen und zu schätzen. Dankbarkeit macht uns bewusst, wie viel Liebe wir schon haben und wie viel Liebe wir geben und empfangen können. Dankbarkeit stärkt unsere Beziehungen, indem sie uns ermutigt, unsere Wertschätzung auszudrücken und unsere Großzügigkeit zu zeigen. Dankbarkeit fördert unsere Zufriedenheit, indem sie uns hilft, das Gute in jeder Situation zu sehen und das Beste aus jeder Gelegenheit zu machen. Dankbarkeit ist eine einfache, aber kraftvolle Art, Liebe zu leben. Sei präsent. Präsenz ist eine Fähigkeit, die uns hilft, im Hier und Jetzt zu sein, ohne uns von der Vergangenheit oder der Zukunft ablenken zu lassen. Präsenz macht uns aufmerksam, wie wir uns fühlen, was wir denken und was wir brauchen. Präsenz ermöglicht es uns, unsere Emotionen zu regulieren, unsere Gedanken zu klären und unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Präsenz verbessert unsere Kommunikation, indem sie uns lehrt, zuzuhören, zu verstehen und zu reagieren. Präsenz erhöht unsere Freude, indem sie uns erlaubt, jeden Moment voll zu erleben und zu genießen. Präsenz ist eine schwierige, aber lohnende Art, Liebe zu leben. Sei offen. Offenheit ist eine Eigenschaft, die uns hilft, neugierig, lernbereit und anpassungsfähig zu sein. Offenheit macht uns bereit, neue Erfahrungen zu machen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Offenheit erweitert unseren Horizont, indem sie uns herausfordert, unsere Grenzen zu überschreiten, unsere Perspektiven zu wechseln und unsere Komfortzone zu verlassen. Offenheit bereichert unser Leben, indem sie uns inspiriert, unsere Kreativität zu entfalten, unsere Leidenschaft zu entfachen und unsere Potenziale zu entfalten. Offenheit ist eine spannende, aber riskante Art, Liebe zu leben. Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass Liebe leben nicht immer einfach ist, aber es ist immer lohnenswert. Liebe leben ist nicht nur ein Ziel, sondern auch ein Weg. Liebe leben ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Verantwortung. Liebe leben ist nicht nur eine Emotion, sondern auch eine Aktion. Liebe leben ist nicht nur ein Wort, sondern auch eine Tat. Liebe leben ist das Leben lieben und das Leben lieben ist Liebe leben. Und das ist am Anfang eine große Herausforderung. Es braucht Selbstliebe und sehr viel Mut. Das heißt nicht, dass du auch mal wütend sein darfst. Wir erleben Tage, da will nichts, aber auch gar nichts gelingen. Wenn diese Tage kommen, öffne dich Gott, um wieder Energie in dich fließen zu lassen. Denn diese Tage sind dazu da, um uns zu reinigen und wieder neue positive Kraft zu sammeln.